Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trailmakers. Liebe Leute, ich glaube, ich habe den letzten Energiekern gefunden. Und zwar, schon mal, hier ist der Wind, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Da hinten, seht ihr das da hinten, da dieses Windrad oder sowas. Und da ist so eine weiße, glänzende Fläche. Und das ist so ein Bergturm oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sieht ein bisschen aus wie so ein Türmchen. Da müssen wir irgendwie drauf kommen. Also wir müssen fliegen. Also ohne Fliegen kommen wir da gar nicht hin. Ich weiß nur nicht, wo wir vernünftig starten können. Hier ist überall so extrem windig. Das können wir vergessen. Fangen wir mal hier hinten rum. Hier könnte gehen. Wenn hier jetzt nicht sofort Wind kommt, das geht. Na, dann starten wir hier so. Da können wir auch fahren. Können ja mit Shift 3 switchen wir. So. So, noch ein bisschen Schub. Oh. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Ausgangssituation für ein Flugzeug. Das ist von meinen Nähren nicht verfügbar. Wieso? Oh. Muss ich dann so machen? Das will ich mal nicht so anstellen. So. Wir hatten einen leichten, eine leichte Drehung drin. Leicht ist gut, ne? Was machst du denn? Oder man startet gleich mit dem Flugzeug hier, ne? Jetzt habe ich wieder diese Drehung drin. Aber das kann ich retten. Jetzt nicht verkacken, nein! Hörst du auf? So, sehr schön. Ja, da ist er. Hä? Nein, 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 was machst du denn? Nein! Hör auf! Mann! mach mich fertig, ohne Scheiß. Da ist der letzte Energieleukern. Bam! Sau cool. Schön. Was leuchtet denn da hinten? Leuchtet doch was. Oder? Ich glaube, das ist so ein Checkpoint nur. So wieder hinten. Das da. Aber warum leuchtet das so hell? Und das so dunkel? Waren wir da auch noch nicht? Das leuchtet ja auch so hell, ne? Aber da waren wir ja schon. Was sind wir denn? Da. Nee, da waren wir noch nicht. Also wir waren da, da ist eine Insel, schaut mal. Da hinten ist eine Insel. Da was drauf ist, die ist ziemlich weit draußen, gell? Also da waren wir noch nicht, also man kann das ja anwählen und da ist dann hier, oder? Da, die war, da waren wir auch noch nicht. Boah, das sind jetzt aber viele Situationen, wo ich nicht weiß, was mache ich zuerst. Also wenn wir da hinten hier in diesem Bereich noch nicht waren, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas ist, was wir noch nicht gefunden haben, ne? Theoretisch möglich. Aber auf der Insel waren wir. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dass wir hier schon mal waren.
Da sind hier unten, da auf dieser, an dieser Strandebene, da sind ganz viele Teile. Da bin ich mir sicher, dass wir da schon waren. Leck. So, wenn wir das nicht eingesammelt haben, dann waren wir doch da noch nicht. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Was bitte? Ja, ich weiß auch nicht. Nee, nicht da lang. Warte mal, das ist der da. Guckt man da so hin? Nee, ne? Oh, schleimig hier. Das wird niemals. Was? Warte mal. Können wir. Wir befinden uns jetzt hier. Wenn wir uns jetzt hier hin. Können uns ja auch zum Beispiel hier hin teleportieren. Dann haben wir natürlich eine schönere Ausgangssituation, als wir jetzt die ganze Zeit da hinten in der Ecke. Vielleicht nicht unbedingt zur Wand hin, aber. So. Jetzt versuchen wir mal da auf diese Insel zu landen. Das müssten wir ja hinkriegen, oder? Plötzlich ist Sonne da. Da liegt auch noch ein Teil. Boah, das war jetzt eine grandiose Landung, oder? Mein Gott, das kann keiner nachmachen. So, okay. Aber dann waren wir tatsächlich hier noch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da unten die Teile wirklich haben. So, hier Piratengrill. Geil. Ja, waren wir, definitiv. Aber warum sind wir denn nicht da hoch? Das verstehe ich nicht. Da kommen wir doch locker hoch. Wieso haben wir gesagt, nee, machen wir nicht? Schau mal, da ist eine Schraube. Hui! Au. Voll mit der Fresse. Was, wenn man da reinfährt, ja? Dann anfängt zu fliegen und dann umswitcht. Hui! Los geht's! Very nice. So, okay. Schauen wir mal, ob wir diesen Checkpoint da hinten finden. Und wir müssen, dürfen nicht die Insel da hinten irgendwo vergessen. Irgendwo da hinten im Wasser ist eine Insel. Schau mal, das müssten wir eigentlich auch gelandet kriegen. Ja, schön war es nicht, aber wir haben es geschafft. So, wieso haben wir den nicht geholt? Da ist ein Teil. Und es wird angezeigt, dass da sich ein Teil befindet. Sensationell. Hinter unten? Hä? Das sind doch alles Regionen, wo ich hatte echt das Gefühl, dass wir alles schon gesehen haben. Aber scheinbar haben wir nicht alles gesehen. Da ist eine Schraube. Sag mal, waren wir nicht hier?
Das kann doch nicht sein. Jetzt gehen wir mal hier runter, holen uns die Schraube da hinten. Da gab es bestimmt irgendwo mal eine Abzweigung oder sowas und ich habe gesagt, ah, wir gehen jetzt erstmal da lang und hab's vergessen. Ah! Oh, da ist ein Teil. Ja, genau, gib Gas, damit wir schneller auf den Boden aufklatschen. Oh, da war ein Teil, Leute. Eine Schraube. Ja, ein Teil, genau. Können wir hier so am Rand runterfahren oder ist das zu steil? Ah, das ist zu steil, dann sterben wir nur. Aber da kommen wir ja auch mit dem Fahrzeug dann hin. Wenn wir da runterfahren, ganz normal. Holen wir das, die Schraube da, da gehen wir da rein. Oh, fahr halt nicht so schnell, Mann. Hey, dass wir auch die Schraube hier nicht geholt haben. Das gibt's doch nicht. Es ist bestimmt dann da hoch, ne? Wir haben gesagt, ah, geh mal links oder rechts. Ah, wir gehen jetzt erstmal da. Anders, da kann ich mir das nicht vorstellen. Da müsste man eigentlich von Anfang an nochmal neu, und dann entscheidet man sich dann ja vielleicht doch für denselben Weg. Naja, egal. So, und dann hier rein. Hey, da waren wir ja sogar dran. Ey, geh weg! Nein! 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 Fahr, 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 fahr! Fahr! So, da ist die Kiste. Vielleicht haben wir die auch genommen, das kann auch sein. Ja. Bin gespannt. Hatten wir nicht. 80er Jahre Auspuff. Hä, Susanne? Ah, das sieht aus wie nach einem DeLorean. Ja, aber hier waren wir doch 100 pro. Wieso habe ich dieses Teil nicht gesehen? Hä? Schau mal, wir waren hier. Hey, das kann doch gar nicht... Hä? Das kann doch gar nicht stimmen. Das verstehe ich jetzt nicht. Hier waren wir gewesen. Da oben ist eine Schraube, die habe ich gesehen. Hey, waren wir so blind? Seltsam. Scheinbar waren wir echt so blind. Sonst hätte ich das ja nicht übersehen. Krass! Gehe ich so auch durch mein Leben? Also, das wäre ja traurig. So, wir brauchen... Warte, nee. Wie machen wir das denn? Nehmen wir was Schnelleres. Teleportieren uns wieder hier hin. Und wie gesagt... Was bedeutet das Symbol hier? Das verstehe ich nicht. Komisch. Wir fliegen jetzt mal hier hin. Angeblich waren wir da schon. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine fliegende Insel. Es müsste in der Richtung sein. Oh. In der Richtung. So sehe ich jetzt nichts. Im Wasser ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut. So, okay. Flugzeug. Ja, eigentlich nicht den. Ah, der ist zu schwer für hier. Wir haben jetzt theoretisch ja noch einen Platz für einen Energiekern. Aber das macht dann das ganze Konzept wieder hinüber. So. Stabilisieren, 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 stabilisieren. Gut. So. Jetzt bin ich gespannt. Hier irgendwo soll eine Insel sein. Ah, das ist bestimmt der Berg.
Die fliegende Plattform da. Weißt du. Dann waren wir da auch schon, weil das war ja auch schon einkariert. Unvorstellbar, dass hier noch so viele Teile sein sollen. Ja gut, wenn ich so blind dran vorbeigeflogen bin und gelaufen bin, dann ja, ist es doch irgendwie möglich. Ja, krass. Können wir hier so hinterfliegen? Da was drin ist? Nein! Oh. Glück gehabt. Wir könnten jetzt hier so ein Fahrzeug nehmen. Hey, warum spawn doch nicht so weit dahin? Da muss ich ja laufen. Tut dir nicht weh, kleiner Freund. Das war meine Hoffnung, dass da irgendwo noch was ist. Aber ich glaube fast nicht. Könnte man denn noch gucken? Hier an der Ecke hier. Oh, auch noch nicht so viel. Ob hier dazwischen irgendwo was ist? Können wir von hier aus. War es zu flach? Schauen wir mal, ob wir von hier aus starten könnten. Ja, müsste vielleicht gehen. Wenn wir hier so runterfahren. Gott, ey. Wahnsinn. Zuschauer würden jetzt wahrscheinlich sagen, boah, kann der fliegen? Und ich sage, oh Gott, mein Leben. Da haben wir auch schon überall geguckt. Ja, ich denke, dass wir dann nächste Woche, also in der nächsten Folge, uns dann anderen Sachen widmen. Und zwar
dass wir entweder selber kreativ werden oder Kreationen erstmal testen, bevor wir selber kreativ werden und uns anschauen, wie die so bauen. Und dann vielleicht die ein oder andere Funktion nochmal verstehen. Ich denke, das ist eigentlich ein guter Plan. Und der kann fliegen. Das war alles geplant. Das tue ich nur. Ich fliege nur für euch, so lebensmüde. Also wie gesagt, ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen. Kreationen anschauen oder erstmal selber kreativ werden. Das die zwei Möglichkeiten haben wir. Es sind so viele Bäume draußen, ne? Sieht auch so verdächtig aus. Landen. So, das ist das Schlusslicht. Liebe Leute, das Licht ist aus. Ich würde sagen, wir waren ja eigentlich gut, ne? Wir haben auch einiges gefunden und ich denke, dass wir jetzt dann vielleicht erstmal ein bisschen selber rumtüfteln und rumprobieren oder halt uns Kreationen anschauen. Könnt ihr ja mal schreiben, also Hashtag selber bauen oder Hashtag Kreation. Schreibt das einfach mal. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!